Also hallo erstmal und wir sind halt Privacy Patch. Wir haben uns halt gedacht, viele von euch kennen das bestimmt, also im Internet gibt es ja nicht nur gute Sachen, sondern auch Malware, Viren und sonstiges. Und auf dem Laptop kann man sich ja ein einfaches Tape-Stück oben über die Kamera kleben, wenn man da Befürchtung hätte, dass sie gehackt wird. Aber beim Handy haben wir uns halt gedacht, das benutzt man so oft, es kommt in die Hosentasche, es kommt wieder raus, da würde es einfach mit diesem Tape-Stück nicht klappen. Deswegen haben wir uns halt eine andere Möglichkeit überlegt und sind halt dann auf die Hardware gestoßen halt und haben uns halt zwei verschiedene Wege, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen, dieses Problem zu lösen. Und dazu erstmal jetzt zum Design, was wir verwendet haben, wird uns jetzt erstmal Jan was sagen. Ja, okay. Also wir haben mit dem 3D-Drucker gearbeitet. Wir haben verschiedene Cases-Versionen eben halt gemacht. Dabei haben wir eben halt aufbauend auf einem Case aus dem Internet hinterher ein Modulschlitten dran gebaut, damit wir auch möglichst flexibel sind. Wir haben mit dem Nexus 5 gearbeitet, weil wir davon eben halt zwei im Team hatten. Und unser letztendliches Produkt ist jetzt gerade anscheinend nicht hier auf dem Tisch. Ach genau, da. Das ist hier und da kann man dann auch super sehen, dass hier eben auch dieser Modulschlitten und dass dann da auch das Modul eben halt eingeschoben werden kann. Und hier ist das jetzt eben halt noch ein bisschen provisorisch gelöst. Ja, des Weiteren wollten wir dann später auch noch so Weichcases drucken. Allerdings ist das Ergebnis hier noch ein bisschen, naja, nicht so ganz schön, eher ein bisschen unschön. Ja, der Drehdrucker hat da nicht so richtig mitgearbeitet. Okay, falls sich das Projekt dann irgendwann etabliert und dann brauchen wir ja für verschiedene Handys natürlich verschiedene Hüllen. Wir müssen diese anpassen und am besten wäre es natürlich, wenn das Ganze von der Community kommt. Deswegen haben wir so einen fancy Webdienst quasi gemacht. Also man kann als Nutzer da Sachen hochladen. Man kann sich für sein Modell Anleitungen und 3D-Dateien suchen. Also man wählt jetzt hier im ersten Schritt Gerätehersteller aus. Dann jetzt hier in dem Fall Nexus 5. Kann sich dann hier Dateien runterladen, und hier bei eventuell dann auch bei einem FabLab bestellen, falls man sich sagt, nee, das überschreitet jetzt meine Fähigkeiten oder meine. So, und die Technik dahinter ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir hatten da zwei Ansätze und haben da in zwei Gruppen operiert, um diese Ansätze zu lösen. Der erste Ansatz war halt, dass wir die Kamera dadurch verdecken, durch quasi, das sieht man mal hier vorne, das ist hinten an der Rückkamera dran, das ist, wie man das unschwer erkennt, ein Mate-Deckel. Und an diesem Mate-Deckel sind 5 LEDs in Sternform angebracht. Die sitzen so, dass sie von der Kamera quasi nicht erkannt werden, sprich, die sitzen in dem Winkel, dass die Kamera die LEDs nicht mitfotografiert. Wenn man das Ganze jetzt an eine Stromquelle anschließt, wie wir das jetzt hier mal machen, und den Schalter drückt, passiert Folgendes, es passiert nichts, doch, jetzt geht's, dass die LEDs angehen und das Bild so blenden, dass quasi ganz viele rote Punkte auf dem Bild zu sehen sind und somit das Foto unscharf ist und somit ist quasi, wenn die LEDs an sind, die Privatsphäre vorhanden. Da so LEDs natürlich nicht die praktikabelste Lösung sind, mit so einem leuchtenden Handy in der Tasche rumzulaufen und das alles noch etwas klobig ist, hatten wir auch als Ansatz Infrarot-LEDs einzusetzen, die mit Infrarotstrahlung arbeiten. Das haben wir aber leider in diesem Wochenende nicht geschafft, aber das, denke ich mal, ist auch ein Ansatz, den man verfolgen kann, um hier die Privatsphäre wiederherzustellen. So, und jetzt der zweite Ansatz. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Vielleicht könntet ihr, während ihr es aufbaut, schon mal erläutern, worum es geht. Was ist der zweite Ansatz? Wie unterscheidet er sich vom ersten? Ja, also die zweite Idee beruht darauf, dass wir hier so ein LCD-Display nehmen, was sich auf
was sich durchsichtig oder undurchsichtig schaltet. Also ich drücke einen Knopf und die gesamte Kamera wird schwarz oder so dunkel, dass alles unterbelichtet ist. Und dann drücke ich den Knopf, das Ganze wird durchsichtig und wir können Fotos machen. Das Ganze war leider sehr kompliziert, weil durch die Hintergrundbeleuchtung hier kann man nicht wirklich durchschauen, wie man sieht. Und das hier, das hat keine Pins und auch kein Datenblatt, wie wir es ansprechen konnten. Bedeutet, wir mussten das alles mit dem Oszilloskop selber machen. Das erklärt er euch nachher. Ja, das Endprodukt sieht so aus, mit dem Display hier drauf. Funktioniert. Okay, also mit dem Display hier drauf. Funktioniert leider nicht. Wir hatten vorher einen Hardwarefehler, aber wir haben noch ein GIF, in dem wir es mit einer Taschenlampe demonstrieren. Sieht man es so? Also, ich drücke es und es wird dunkelblau. Wir hätten ein schwarzes nehmen sollen, aber hatten wir nicht. Und ich drücke es wieder und es funktioniert. Die Taschenlampe kommt durch. Und wie wir es gemacht haben, das erzählt er jetzt euch. Also nochmal ganz kurz, das Problem war, dass wir durch dieses LCD-Display kein Loch durchbohren konnten, weil es dann ausgelaufen wäre. Und deswegen eine Möglichkeit gesucht haben, wie wir nur dieses Display hier ansteuern können. Da das leider keine Pins hat. Bitte in das Mikrofon, damit ich auch höre. Mussten wir mit einem Oszilloskop die Pulswellen messen, wie der Strom halt fließt und das dann mit einem Arduino Nano nachstellen. Leider ist dann am Ende hier so ein Schaumstoff-Pin abgebrochen und deswegen können wir jetzt keine Live-Demo vorführen, aber es sollte dann am Ende ungefähr so aussehen wie in dem Video. Ja. Vielen Dank.